Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Fortnite. Na, guckt euch das an, ich habe Freunde gefunden. Stellt euch mal vor. Ich bin der Bongi, der andere, der ist Bevox. Und ihr seid was? Wir sind beste Freunde und wir sind die besten Bauer, die es in Lego Fortnite gibt. Okay. Und ihr wollt mir jetzt eure Welt vorstellen, gell? Genau. Das war doch so. Wir wollen dir jetzt unsere Welt vorstellen. Genau. Ja, dann legt mal los. Gut, also hier... Also hier ist jetzt so unser Projekt. Das wird eine Burg. Hier kommt dann... Also hier in die Mitte kommt so ein Palast aus... Nee, nicht Palast, warte. Ich muss kurz gucken, wie man das nennt. Das ist ein Einstiegspalast und ein Palastpavillon. Das sieht aus wie eine Kirche. Was? Das da hinten mit dem roten Dach, das sieht aus wie eine Kirche. Rotes Dach? Grüne. Habe ich rot gesagt? Achso. Nee, ja, ich habe auf deine Kappe geguckt. Okay. Achso. Der mit der Kappe ist nur mein Helfer. Warte, ich schick den mal weg. Nein, lass den. Wer ist das? Warte. Zünden, ja gut, Zündkerze kannst du wegschicken. Es gibt bessere. So, also genau, das ist unser Bauprojekt, die Burgstadt. Ja? Hier kommen noch Paläste hin und noch ein Anwesen und ganz viele Ritterstatuen. Mit Schränken und Baumaterial, die man sich je vorstellen kann. Okay, also das Ding habe ich, kennt ihr, ne? Habe ich in der Eiswelt gebaut. So. Ach so. Ja. Und daher kenne ich das. Aber ich kenne nicht das Gebäude und die Kirche daneben. Das ist eine Kirche. Für mich ist das eine Kirche. Nee, das ist, wenn du jetzt mal auf Q drücken würdest, dann runter bei majestätische Anwesen. Das ist das Ganze. Das ist der Turm, warte. Der Turmwesen. Nee, Turmanwesen. Okay. Genau. Aber das hat doch gar kein grünes Dach. Nee, warte. Nee, es ist das bescheidene Anwesen. Das ist es. Warte. Ach so, ja, das sieht... Haben wir das schon gebaut? Das ist das bescheidene Anwesen, doch. Vielleicht habt ihr es ineinander gebaut. Okay. Nee, das haben wir noch nicht gebaut. Das ist mir gerade aufgefallen. Ah, doch, das hier. Genau, das hier. Ja. Ja, das sieht so aus wie eine Kirche, genau. Und hier wird erst das andere gebaut, ne? Genau, und dann kommt hier, also hier drüben, warte, kannst du ja mal kurz mitkommen, war das das hier? Genau, und hier kommt das edle Anwesen. Da kommt so ein Eingang hin, genauso wie da drüben. Mhm. Und da. Okay. Also fast in jede Richtung. Was bedeutet fast in jede Richtung? Was macht der Stein da? Außer halt hier, wo du meintest, wo die Kirche steht. Also das geht jetzt, warte, in die Richtung, in die ich gucke. Genau, in die. Okay. Genau. Dann geht's noch in die hier, guck zu mir. In die. Diese und in Mädchen. Die. Die und die. Also kreisrund praktisch. Ja. Genau. Ja. ja, ich verstehe das. Okay. Gut. Also was ich jetzt sagen würde, wir gehen dann weiter zu meinem Dorf, wenn du so bereit bist. Ins Dorf? Genau, in mein Dorf, was noch nicht ganz vollständig ist. Ist das da hinten, wo es so raucht? Das ist das hier. Ja, ja. Das? Nee, ah, nee, nicht das, nicht das, das hier. Das ist doch kein Dorf. Ja, genau. Genau, doch, das ist ein Dorf. Ein kleines. Warte, ich muss niesen. Das kannst du gleich rausschneiden. Okay, doch nicht. Was? Keine Ahnung. Nee, Blödsinn. Also nee, Blödsinn. Ist blöd. Nee, er kann natürlich reden. Wenn man das im Hintergrund hört, aber ich glaube, man hört das nicht. Ach so, gut. Weil okay, dann können wir jetzt weitermachen, weil niesen muss ich doch nicht. Das ist ziemlich sensitiv eingestellt. So, okay, warte. So. So, genau. Oh, Mist, jetzt habe ich das. Ja, egal, also das ich habe es in der Aufnahme drauf, dass es halt ist. Wenn man niest, ist... Leute, das ist live. Live ist live. Mama. So, okay. Gut. Das ist das Dorf. Also,
genau, das ist mein Dorf. Hier haben wir erstmal so ein paar, ja, Schränke, die leider leer sind, weil mein Freund die leer geräumt hat und in unser Hauptdorf geräumt hat. Immer ist der Freund schuld? Nein, das war zu der Zeit, wo ich offline war. Das hat er mir sogar selbst gesagt. Ich verstehe noch nicht, warum man Schränke draußen platziert. Würde man draußen? Das auch so machen? Wo draußen? Also, das ist, glaube ich, das Anfangsdorf. Man sieht es an den Gebäuden, ne? Oder? Genau. Ja, ja, das so mäßig anfangen. Weil man konnte nichts anderes bauen als diese Gebäude. Ja. Genau. Das Dorf habe ich ja total aufgegeben. Obwohl es auf Level 10 war. Ja. Also wenn du bereit bist, dann springen, dann gehen wir rüber ins Hauptdorf. Wir springen ins Hauptdorf. Warte, das ist wo? Hier lang. Okay. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon so YouTuber? Hey, warte. Gut, dann können wir weitermachen. Ja, jetzt sind wir am neuen Dorf, ne? Genau. Also das ist unser... Heißt das neuen Dorf oder ist es einfach nur ein neues Dorf? Ist einfach nur unser neues Dorf. Okay, das hat von oben richtig gut... Moment, es leckt ein bisschen. Ach so, oh Mann, seht ihr das auch? Links dieses Zeichen mit dem X. Zeichen mit dem X? Nee, habt ihr nicht? Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Also, das ist unser Hauptdorf so mäßig. Hier haben wir alles, wirklich alles gelagert. Mhm. ja, da würde ich kurz meinen Freund erzählen lassen. Ich halte mal einfach kurz ans Mikro. Ja, mach Warte. Doch. 1, 2, 3, Walle, du kannst. Was soll ich denn sagen? Einfach erklär dein Dorf. Ich weiß nicht. Hört man ihn? Ja, ja, klar. Gut, dann kannst du reden, Walle. Also, hier haben wir unser Beet. Ja. Das noch ein bisschen ausbaufähig werden soll. Also mit noch ein paar Kürbissen und so und noch ein paar Chilischoten. Okay, also es wird ausgebaut. Dann hatten wir hier mal das ehemalige Crafting-Haus, wo wir alle Crafting-Sachen drin hatten. Alle was? Werkzeuge und so, was wir aber bald abreißen werden. Also alle Ausrüstungssachen waren hier drin? Walle, da waren so, also alles, womit du craften kannst, war da drin. Okay, ist aber nicht mehr, ne? Nee, das haben wir umgebaut, das haben wir umgeräumt. Das ist ja auch beim Verbreiten. Okay, und wo ist es jetzt? Hier hinten, ne? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Du musst Bevox folgen. Wow, das leckt im Moment gerade ein bisschen bei mir. Ich stehe mit den anderen. Doch, Belux. Ich weiß schon, wem ich folgen soll. Ja, ist gut. Hier in der Garage? Hier hinten nee, haben wir unsere nicht dein Ernst. Wenn wir mein Haus etwas schneller abreißen wollen. Ah! Nee, raus. Hast du gehört? Nee. Sonst mache ich sowas wie Dena, ne? Ich nehme das und spreng alles kaputt. Kennt ihr Dena? Warte mal kurz, Walle. TK, weißt du, was das wird? Also, warum wir das hier haben? Warum ihr was habt? Diese. Ja, aus Versehen. Ich halte einen kleinen. Okay, ich wollte es vermeiden. Ich wollte es tragen. Ich wollte es tragen. Und hast es weggeworfen. Ah! Nein, ich habe mit meinem Schwert aus Versehen dagegen geschlagen. Okay. Ich war es nicht. Ich gehe in Deckung. Valentin, ich glaube, wir müssten... Das kriege ich hin. Also das Haus, das reiße ich ab und baue es nachher ja, nochmal neu hin. Du kriegst ja die kompletten Ressourcen nochmal zurück. Ja, das Problem ist das ganze Dynamit. Das kriegst du nicht mehr zurück, das ist klar. Das kriegst du auch nicht mehr zurück. Warte mal, wie craftet man große Ding nochmal aus was? Ja, kann passieren. Wie oft ist mir was passiert, was ich nicht wollte? Sehr oft. Warte mal kurz, ich halte mal wieder ins Mikrofon.
warte mal kurz. TK, Valentin, mit was braucht man nochmal, damit man diese großen Dinger craftet, diese großen Dynamitfässer? Also du brauchst 6 Holzplanken und 3 Dynamit. Wo macht man das? Also nicht Dynamit, aber diese Sprengfässer, also Dynamitpulver. Okay, heißt, wir müssen nochmal in so eine Wurzelhöhle irgendwann. Oskar. Ja. Hast du Ursachen Knochenwurzel vorhat gesehen? Nee, in so eine Höhle wegen diesem Sprengstoff. Den kriegst du in der Wüste, wenn du bei den Kaubungen. Alter, sieht also das übel aus. Gut. Ja, okay, dann könnt ihr jetzt weitermachen. Ja, das tut mir leid. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich nicht da gewesen wäre, oder? Ja, nee, das wäre. Warte mal kurz, mal. Das wäre so, dass so jetzt passiert. Weil ich wäre da jetzt reingegangen. Ich wollte eigentlich gerade was testen. Und ich dachte, mit linken Mausklick tue ich es einfach nochmal tragen. Das habe ich kurz vergessen. Ja, auf einmal macht. Dann war ich überfordert. Ja, dann nimm halt die Hand. Mit der Hand. Das ist okay. Ja, das Blöde ist halt, meine Hand ist voll. Ja, dann musst du die halt mal kurz leer machen. Gut, hab ich gemacht. Gut, ihr könnt weitermachen. Wir können weitermachen. Wir können weitermachen. Bellewuchs. Also das ist das Haus von meinem Freund. Wo ich auch alles rausgeräumt hatte, wo halt nicht da war. Deswegen ist ja auch nur eine. Du hast alles ausgeräumt. Ja, warte mal, Walle. Ja, er hat alles rausgeräumt. Das Ding ist, wisst ihr, dass man zum Beispiel... Walle, warte mal. Walle, stopp. Weil nur ich höre ihn, deswegen muss ich immer sagen, Walle, stopp, damit er Fragen stellen kann. Aber ihr, so, hört, Katrin, ihr hört mich, ne? Okay. Wisst Nein, ihr, nur ich. Wisst ihr, wenn man... ein Dorfzentrum abbaut, man die Ressourcen nicht zurückbekommt? Walle, wussten wir, dass wenn man das Dorfzentrum abbaut, dass man die Ressourcen nicht zurückbekommt? Wussten wir das? Wenn man das Dorfzentrum abbaut, dass man die Ressourcen nicht mehr zurückbekommt, wussten wir das? Gut. Wollen wir testen? Gut. Wusstet ihr nicht? Ich hab's schmerzlich mitbekommen. Okay. Echt? Wie hast du das mitbekommen? Das Ding ist, wenn man eine Werkbank auf Level 10, auf episch abbaut, dann kriegt man alle Ressourcen. Das heißt, man kann eine Werkbank kann man super schnell versetzen, aber nicht das Dorfzentrum. Ja, das ist du kannst das Dorfzentrum hier abbauen, ne? Ja. Und wieder hinbauen, dann ist es immer noch auf Level 10. Aber wenn du das woanders aufbauen willst, dann funktioniert es halt nicht. Okay? So. Dann mache ich kurz weiter einfach. Tourguide, ja genau. Mach Tourguide. Dann musst du jetzt wieder mir folgen. Ja, ich stehe hier vor dir. Ja, ich sehe dich. Guck dich doch an. Komm mal mit. Na, komm her. Gut. Ich komme her. Ich bin ein bisschen krank. Ich bin im Stimmbruch. Ich habe übel Halsschmerzen. Im Stimmbruch. Was ich? Als Mädchen. Okay, gut. Nee, ist ich klar. Ich bin kein Mädchen. Ich bin ein Junge. Was? Ja. Okay, du siehst aber aus im Spiel wie ein Mädchen. Okay. Oh, ja, nee. Als wenn ich ein Mädchen bin. Ja, und Ruby ist auch mein Lieblingsskin, aber heißt ja nicht, weißt du, welchen Skin man hat, dass man diese Person auch in echt ist. Ist doch scheißegal. Also was ich sagen kann, das hier sind so unsere Lagerhäuser. Mhm. Da haben wir alles drin eigentlich. Hier, wenn man hier runter geht, die Häuser, verstehe ich selbst nicht, warum wir die gebaut hatten. Aber ich glaube einfach nur, weil wir alle Häuser haben wollen. Nee, ich glaube, um das Dorf aufzuwerten, ne? Ja, das auch. Und dann wären wir eigentlich schon fertig, weil, ja. Und das ist unsere Sushi-Maschine. Die Sushi-Maschine, ja, genau. No. Damit machst du Sushi. Genau.
okay, wenn man das Sushi dann in die Saftpresse packt, dann kann man dann bessere Angelköder machen und damit kannst du dann halt die verbesserten Fische fangen. Ne? Ja. Aber der epische Ködereimer ist ja am besten. Ja, ja, der ist gut, der ist gut. Aber wie macht man diesen grauen Ködereimer? Ja, einfach nur, warte mal, indem du Fischfilet in dieses Ding da reinpasst, packst, wo ist es hin? Gut, ja, das wusste ich nicht, weil ich bin genau dann gekommen, nachdem dieses Update war. Deswegen, TK, bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ja, das ist das Ding. Ich werde oft gefragt, wie kriege ich eine Angel? Wie kriege ich das? Wie kriege ich jenes? Sag ich, das weiß ich nicht, weil ich hatte alle Dörfer auf 10 und es war bei mir einfach da. Okay? Ja, verstehe ich. Genau. Also dann, pass auf. Man geht hier hin, macht hier. Da drin macht man sein Filet, ne? Das Filet packst du jetzt nochmal darin, in den Nahrungsverarbeiter und dann kriegst du... Warte, ist es drin? Ja. Ja, und dann kriegst du den Ködereimer. Das ist krass. Den Köder, den Ködereimer kannst du in... Hier war noch eben irgendwo... Saftpresse. Ja, in der Saftpresse. Ja, das weiß ich, das ja, weiß genau. Ich. Gut, dann würde ich sagen, können wir das Video beenden, denn wir haben alles gezeigt, was wir so haben. Ich jetzt? Ja, ja. Mehr haben wir nicht. Mehr habt ihr nicht. Das ist doch super. Ich finde es richtig super. Das sind 3 Dörfer, die ich mir angucken konnte, ne? Eine Bewertung von 1 bis 10? Ich sag mal, wenn ich von dem gehe, was ich gebaut habe, ist es eine 10. Eine glatte 10. Also, gut, eine glatte 10. Dankeschön. Weil, gut, ihr habt natürlich zu mehreren gebaut, ich nur alleine. Wenn ich von dem ausgehe, was ich gebaut habe, ist das hier für mich eine 10. Okay? Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Lobby. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Genau. Wir sehen uns dann vielleicht zusammen nochmal. Demnächst. Definitiv. Bis dahin. Gehabt euch gut. Und tschüss. Tschüss.